Herzlich willkommen zu diesem Kurzvideo zu Windows 11 Grundkompetenzen. Diesmal wollen wir uns im Windows Explorer die Speicherbelegung von Datenträgern anzeigen lassen. Das heißt, wie viel Speicher ist belegt, wie viel ist noch frei. Ich habe den Windows Explorer geöffnet. Du weißt ja, mit der Tastenkombination Windows plus E schaffst du das. Dann wähle ich mir auf der linken Seite hier den Datenträger aus, in dem Fall ist hier eine Festplatte. Rechte Maustaste, das heißt, Kontextmenü geht auf. Ich gehe auf Eigenschaften. Und hier in der Registerkarte Allgemein, wenn ich umschalte, mich wieder auf Allgemein, sehe ich, wie viel Speicher belegt ist und wie viel Speicher frei ist. Und das kannst du mit jedem Speicher, den du hier auf der linken Seite angezeigt bekommst, im Windows Explorer so machen. Und das war's schon. Danke für deine Aufmerksamkeit.